Ja, einen wunderschönen guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leserinnen und Zuhörerinnen und Zuhörer von Report K. Bei unserem heutigen Talk, bei unserer Plauderei am Roten Fass begrüßen wir, und es ist eigentlich nur ein Grund, es gibt eigentlich nur einen Grund, warum auch der Moderator und der Fragesteller heute einen Anzug bzw. ein Jackett anhat, weil die Band so gut aussieht und sich so schick gemacht hat. Bei mir stehen die drei Liköre. Hallo erstmal. Hallo. Hallo. Drei Liköre, jetzt ist natürlich direkt die Frage, wo kommt das her? Vielleicht mal die Frage an die beiden Gründer. Ja, unser Name ist ja sozusagen der Schnapsidee entsprungen bei der Hochzeit unseres Kapitäns und Präsidenten der Stadtgarde, Kolonie Ahoi, einen Auftritt zu absolvieren. Und als wir dann abends zusammensaßen und überlegt haben, wie wir uns denn nennen sollen, gab es auch kleine Schnäpschen und dann war der Weg nicht mehr weit bis zu diesem Namen. Das heißt, das allererste, was passierte, war tatsächlich der Auftritt, dann kamen die Schnäpschen und dann kam erst der Name, oder wie darf man das sagen? Es war schon umgekehrt. Also wir wussten, dass wir bei der Hochzeit des Präsidenten was machen wollen, dass wir was singen möchten, haben uns für drei Lieder entschieden, haben überlegt für den einmaligen Auftritt, wie wollen wir uns nennen. Und drei Tenöre gab es schon und drei Liköre reimte sich wunderbar. Und wir haben gesagt, ja komm, ist ja nur ein Spaßauftritt, das machen wir einmal. Da kann man sich drei Liköre nennen. Und die Nachfrage war so klasse, weil wir auch für diesen Auftritt gesagt haben, wir machen Swingmusik. Dann ziehen wir uns auch Smokings an. Und dann ist der Name einfach geblieben, weil die Leute sagen, boah, das war klasse, das war in einem Kölner Brauhaus, dieser Auftritt. Da machen wir mehr mit. Jetzt steht hier noch ein dritter Likör, wie man glaube ich sagen kann, Arvid. Sie sind ein bisschen später zur Band gekommen. Erklären Sie mal, wie sind Sie dazugekommen? Richtig, ich bin also Musical-Darsteller auch und so habe ich auch Frank getroffen. Ich bin auf dem Schiff, auf AIDA, da haben wir uns getroffen und zufällig bin ich dann auch nach Köln umgezogen. Und was soll man noch sagen, Frank? Also, wie ist das? Es war ein Zufall. Also wir haben gemerkt, es kommen immer mehr Auftritte und unser Gründungsmitglied, der Ingo, sagte, Jungs, das wird mir ein bisschen zu viel. Vielleicht findet ihr noch jemanden, der mich ersetzen kann. Und ich arbeite als Comedian auf den Kreuzfahrtschiffen und wir hatten zufällig die gleiche Route von Miami nach Palma de Mallorca. Ein furchtbarer Stress. Schwere Arbeit. Und ich habe ihn gesehen, er hat dort gesungen. Ich dachte, wow, was für eine geniale Stimme. Aber ich wusste halt, er ist Schwede. Das kann nicht funktionieren, wohnt in Schweden. Und dann haben wir uns aber trotzdem dann kennengelernt. Ich habe gesagt, du, kannst dir das vorstellen? Und er sagte dann, ja, ich wohne sowieso in Köln. Und das war bei uns um die Ecke. Und dann sagte ich, gut, wir treten auch in der Südstadt auf. Schau dir einen Auftritt an. Wenn dir das gefällt, kommst du zum Probesingen. Und ja, das Ergebnis steht jetzt hier. Arvid ist unser dritter Likör. Genau, das habe ich dann gesehen. Und Swing ist, das singe ich sehr gerne. Also hat es für mich gepasst. Und jetzt sind das 4 Jahre. Bin ich in der Band. Ja. 4 Jahre schon. Wunderbar, jetzt zu den Auftritten. Wie viele Auftritte darf man sich vorstellen, gibt es pro Jahr? Ich habe jetzt bei einem gelesen, das war irgendwo in Olpe, in der Nähe von Olpe. Das war auf so einer Straße mit Tanzeinlage und so, also sehr, sehr publikumsnah. Was sind da so die Spezialitäten? Also, wie viele Auftritte haben wir im Jahr? Ich denke mal, es sind so ungefähr, sind wir bei 40, 50? Ja. Es werden mehr. Es werden schon, glaube ich, mehr sein. Ja. Also, bei einer gewissen Zahl kriegt man das, glaube ich, nicht mehr so mit. Ja. Also man versucht sich immer an jeden zu erinnern, aber es ist halt dann noch schon, wenn man dann 3 an einem Abend hat, wird es dann schon ein bisschen holprig. Also es ist wie bei den Karnevalsbands, die haben die Session, wo sie jeden Tag auftreten und 5-mal am Abend. Unsere Session beginnt Mitte November bis Silvester, da sind unsere Auftritte, das heißt Weihnachtsgalas, Weihnachtsmärkte, Jubiläen und unsere eigenen Konzerte mit Big Band, das ist so unsere Zeit. Oder auch im Mai, wenn die ganzen Hochzeiten sind und im Sommer, genau, und dann im Sommer die ganzen Straßenfeste. Wie ist das jetzt für jemanden, der nicht in Köln groß geworden ist, nicht in Köln aufgewachsen ist, jetzt so diese Karnevalszeit? Ich meine, das ist ja eigentlich eine ziemlich wirre Zeit. Was erlebt man da? Ja, also das muss ich sagen, das war mir ein bisschen komisch. Ich bin auch nicht so drin in Karneval feiern, aber es ist, ein Kölsch ist sehr lecker, das muss ich sagen. Und langsam verstehe ich auch, was Sie alle sprechen. Da möchte ich aber noch ein großes Lob loswerden, denn wir haben ja Swing-Lieder, alles englischsprachig, aber wir haben auch ein paar kölsche Lieder dabei. Also Evert Hetzblifé in Kölle, da das Heimat. Und wenn der Arvid Kölsch singt,
Respekt, denn Deutsch hast du erst vor 4 Jahren? Ja, vor 4, 5 Jahren habe ich das erst gelernt. Und ich habe das nie studiert, deshalb habe ich das einfach so aufgenommen, durch eine Arbeit und ein bisschen zu Hause. Und Kölsch war dann was ganz anderes. Es macht aber ganz viel Spaß. Es ist natürlich auch ein hohes Lob für die Heimatsprache, wenn man Kölsch sozusagen mehr lernt oder schneller lernt als Deutsch. Also vielen Dank erstmal sozusagen aus Kölner Sicht dazu. Was sind so die nächsten Ziele, die nächsten Termine? Ich habe gelesen, 1.12. geht es nach Hürth. Genau, am 1.12. haben wir unser Konzert mit Big Band in Hürth, gefolgt vom 16.12. dann das Konzert auf der MS Rheinenergie. Das haben wir jetzt schon seit 3 Jahren schon in Folge, ja. Sind es, glaube ich, schon, ja, genau. Auch ein Weihnachtskonzert mit Big Band und ansonsten ist der November und Dezember vollgepackt mit Auftritten wir sind in Saarbrücken, Berlin. Wir sind in Berlin, wieder ein ganzes Wochenende, die ganzen Weihnachtsfeiern, wo wir dran teilnehmen dürfen und natürlich die ganzen Weihnachtsmärkte, die wir in Köln besuchen können und Umgebung sogar. Also Refrath ist dabei, Düren ist dabei, ein neuer in Lindenthal ist mit dabei. Also da freuen wir uns riesig drauf. Und was passiert im neuen Jahr in der Karnevalssession? Ist da auch irgendwas geplant? Im neuen Jahr, also wir haben ein Highlight zu Karneval. Das heißt, wir werden privat Rosenmontag feiern zusammen und am nächsten Tag, Veilchendienstag, steigen wir dann in den Flieger und das wird auch ein furchtbarer Stress. Da fahren wir wieder auf ein Kreuzfahrtschiff Richtung Mauritius. Und dann werden wir dort 2 Shows geben auf der AIDA, weißt welches? Blue, glaube ich. Blue, ja, das ist unser Highlight Ende des Karnevals. Aber Karneval selber, da werden wir in den Probenphasen sein und neues Repertoire lernen. Sehr schön. Jetzt muss man natürlich diese Frage stellen, 3 Liköre. Wir haben jetzt heute leider nichts vorbereitet. Was heißt leider nicht, sondern vielleicht auch zum Glück nicht. Wie ist das so, wenn man... Verabschiedung schon? Das war jetzt, wenn nicht vorbereitet, wenn es jetzt auf Liköre geht oder Getränke. Nein, aber es ist die abschließende Frage natürlich. Die abschließende Frage muss natürlich geklärt sein. Wie ist das so vor Auftritten? Ist das inzwischen so ein Running Gag, dass man da einen Likör kriegt vorher? Oder? Also, es passiert schon. Also als wir angefangen haben zu singen unter die 3 Liköre, da war es so, dass der Veranstalter immer kam mit 3 Likören oder wir waren auf der Bühne und dann gab es für uns 3 Liköre, wir haben mit allen angestoßen, haben dann aber sehr schnell gemerkt, mit einem getrunkenen Likör ist der Mund sehr verklebt und da kann man gar nicht singen. Ja. Deshalb sind wir dann doch lieber bei Kölsch oder bei einem Sekt vor einem Auftritt, das ist angenehmer für die Stimme oder zu Weihnachten gerne ein Glühwein. Insbesondere hatten wir auch einen Auftritt, da wurde es dann, es multiplizierte sich. Der Veranstalter brachte uns auf Kommando einen Likör. Daraufhin fühlten sich alle Gäste animiert, dies auch zu tun. Und wir haben ungefähr gefühlt nach jedem Lied einen gebracht bekommen, den man natürlich aus Nettigkeit dann immer mittrinkt. Das Finale war amüsant. Sehr amüsant. Also da leidet die Konzentration, wenn man in der Schlagzahl Liköre trinkt. Definitiv. Ja. Wunderbar. Dann habe ich jetzt keine weiteren Fragen mehr. Ich wünsche den 3 Likören noch alles, alles Gute, auch bei den anstehenden Konzerten, natürlich auch beim Vollstress auf dem AIDA-Schiff in Richtung Mauritius. Das muss man jetzt auch mal so deutlich sagen. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Viel Erfolg. Möge die Stimme halten und möge die Stimmung bleiben. Vielen Dank.